Denn Jesus hat noch nie in seinem Leben gesagt, dass er Gott ist. Und es gibt keinen Sinn, dass Gott überhaupt zur Erde kommt und sich erniedrigt. Für wen? Gott ist allmächtig, ist über unsere Vorstellungskraft und nichts ist ihm gleich. Gepriesen sei Allah über diese Lügen und über diese Worte, die aus dem Munde dieser Menschen kommen. Jesus war nur ein Prophet des allmächtigen Gottes. Und das ist der Sinn des Lebens. Allah schickt uns Propheten, Gesandte, die genauso Bauchschmerzen bekommen haben wie du und ich, auf Toilette gingen genauso wie du und ich, gearbeitet haben, Schmerzen gehabt haben, Kinder gehabt haben, damit keiner am jüngsten Tag mit einer Ausrede zu seinem Schöpfer zurückkehrt. Sie haben uns nur gelehrt, beigebracht, was Allah liebt, was Allah nicht liebt, wie wir Allah dienen, und sie waren Vorbilder für die gesamte Menschheit. Und wenn ich mich jetzt dazu bekenne, was muss ich dann als erstes machen? Also zu wem kann ich gehen? Und ich brauche da so eine Art Zeugen dann, vor denen ich das ausspreche. Nein, ne? Nein. Bei wem kann ich das machen? Nein. Wir reden jetzt und Allah sieht uns und hört uns. Normalerweise brauchst du gar keine Zeugen. Weil meine Schwiegerin meinte, also wenn du das machst, brauchst du auf jeden Fall Zeugen, vor denen du das aussprichst, weil ohne geht nicht, meinte sie. Nein, das ist ein kleiner Fehler. Denn stell dir vor, du wärst in der Wüste und du willst die einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes annehmen. Und du bist alleine in der Wüste. Na, dann habe ich nur Gott als Zeuge. Siehst du. Deswegen frage ich mich nochmal nach, weil sie hat mir das so erzählt. Nein, das braucht man nur im Kriegsfall. Das hat man damals im Kriegsfall gebraucht, damit man nur islamisch beerdigt wird. Aber jetzt, wenn du das aussprichst, dein Schöpfer hört das. Und das reicht aus. Okay. Ja, sollen wir das gemeinsam machen? Ich sage es vor und du kannst nachsagen. Also die Bedeutung ist dir klar, also dass du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Und dass du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Und jetzt machen wir das gemeinsam auf Arabisch. Ich sage es vor und du kannst nachsagen, Inshallah. So schwer, ja. Wir machen das ganz langsam. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Ja, jetzt bist du offiziell Muslim geworden. Kriege ich gleich Gänsehaut. Ja, und ab jetzt kann ich auch anfangen, alles durchzulesen und. Ja. Also so hat meine Schwiegerin alles erklärt, mit dem Saubermachen und. Richtig, mit Gebetswaschung und mit dem Gebet alles langsam anfangen. Aber jetzt bist du erstmal offiziell Muslimin geworden und du hast jetzt den Schlüssel des Paradieses in der Hand und alle deine vorherigen Sünden sind inshallah durch diesen Satz gelöscht worden. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Das ist der allmächtige Gott, das ist der barmherzige Gott. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن
Rasulullah.